Moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen kleinen Indie-Horror-Game. Diesmal nicht Resident Evil 2, sondern This Mining Man. Das habe ich bestimmt auch nicht von einem bestimmten YouTuber namens Corrupted geklaut. Nein. Nein, ich habe das nicht angeguckt oder so. Ich habe das nur bei dem gesehen und gedacht, Yo, ist free, kann ich auch mal reinballern. Geht irgendwie nicht mal, nicht 3 Stunden, wie sonst immer. So in 10 Minuten oder sowas. So, da war gerade so ein kleiner Anfangstext. Oh Gott, die Begabungsempfindlichkeit ist ultra hoch. Na egal. Er hat zumindest gesagt, er geht jeden Abend oder jede Nacht, also um 2 Uhr morgens, geht er shoppen fürs Essen. Ich meine, wer geht um 2 Uhr morgens shoppen, aber egal. Er hier macht's. Alright, kann ich eigentlich wieder zurück reingehen? Ich glaube, das hier ist meine Bude. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Shop. Ich weiß nicht, wo lang man muss. Oh, lag. Ah ne, hier geht's einfach nicht weiter, okay. Ich dachte, ich lag gerade. Aber da kann man einfach nicht weitergehen. Hier ist irgendwie eine Mauer. Ich kann gar nicht auf die andere Straßenseite. Und ich bin zu müde zum Laufen, ja. Müssen wir ein paar Energies kaufen. Ich weiß nicht, ist das der Shop hier? Oder da vorne? Wie der Boy steht. Ist das der Smiling Man? Ich kann seine Fresse nicht erkennen. Ja, bestimmt. Ist der Einzige hier draußen. Keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, das ist irgendwie ein Shop. Keine Ahnung, was es sonst sein soll. Einfach so ein Würfel. Oh Gott. Ja, okay, ich melde mich mal, wenn ich den Shop gefunden habe. Alright, also ich bin jetzt außerhalb von dem Dorf hier. Das ist da hinten. Hier ist einfach nothing. Also hier ist wirklich gar nichts. Hier kommt jetzt irgendwie so ein Wald oder sowas, wo halt Märkte stehen, mitten im Wald. Man kennt es nicht anders. Ja, also Fahrrad oder sowas wäre halt schon ganz geil, ne? Ich meine, wenn er das jede Nacht macht, kann er sich das so ein Fahrrad zulegen. Und bin ich ein Kind? Ich bin sehr klein, glaube ich. Aber der Markt ist auch echt groß. Ist ja eine Tankstelle oder sowas. Ich versuche die ganze Zeit zu rennen, das ist irgendwie so ein Reflex. So, gehen wir mal rein in den tollen Markt. So, willkommen im Rewe. Hier ist echt so eine Tankstelle. Mit Jazzmusik. Uff, Alter. Die sieht aber auch aus wie die Straight aus dem Horrorgame. Strange. Click E to interact. Got it. Habe ich Geld dabei? Klaue ich das einfach? Hallo? 1,81. Ja. Okay, ich habe Geld dabei. Okay, ich spawn einfach außerhalb. Kann ich wieder rein? Was habe ich denn jetzt gekauft? Irgendwas zu futtern für 1,81. Ich hoffe, da war ein Energy dabei. Ein gutes Monster Energy. Alter, kein Geld für Straßenlaternen hier. Taschenlampe oder so. Ich meine, der macht das jedes Mal. Und hat sich jetzt null drauf vorbereitet. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der Weg war jetzt kürzer durch den Wald. Aber auf jeden Fall sind wir wieder in meiner City, wo jedes Haus fast gleich aussieht. Ich frage mich immer noch, was dieser Würfel da hinten sein soll. Ich habe eigentlich gedacht, das ist der Shop, aber ich kann ja hier gar nicht rübergehen. Dann gehen wir mal wieder meine Hut. Ein bisschen zocken. So, hier vorne müsste dann gleich irgendwo mein Haus sein. Und jetzt war am Ende der Straße, ne? Das letzte Haus. Das sieht aber echt komisch aus. Creepy. Hello. Egal, ich kann durchgehen. Ich habe mich nicht vor ihm erschrocken, sondern vor dem scheiß Sound. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Video auch so laut ist. Aber ich habe das Gefühl, meine Ohren sind jetzt geplatzt. So, Alter, ich bin echt klein, ne? Der kann mir einfach mein Gesicht wegpunchen. So groß sind seine Hände.
Ja gut, da steht ja also jetzt, ja. Und ich gebe keinen Kommentar ab. Ich gehe jetzt einfach mal in mein Haus wieder zurück. Lass den dann mal hier sein Ding machen. Die nächste Nacht. Ja, so haben wir da hart durchgezockt. War wohl doch ein Energy dabei. Kann ich mal was klicken? Alright. Gute The Market. Habe ich diesmal eine Taschenlampe dabei? Habe ich mich doch vorbereitet? Ich kann rennen. Nice. Speeden wir mal darüber. Hello. Ah, daran erinnere ich mich. Das war in der Creepypasta damals auch so. Der ist so komisch auf dem Zug gelaufen. Ey, das ist so laut. Das ist einfach nur so ein Pixelhaufen, der auf mich zukommt. Warum kann ich mich nicht bewegen? Hallo. What the hell do you want? Ja. Klicken und was? Nope. Ciao. Und der bewegt sich schneller weg als seine Füße. Also der bewegt sich schneller vorwärts als die Animation. I don't know. Ihr wisst, was ich meine. Kann ich jetzt mich bewegen? Nein. Hallo. Ich gehe zurück. Tschüss. Kann ich das? Kann ich aber zurück? Also ich würde jetzt nicht daran gehen. Im echten Leben. Nö. Alright. Ah, okay, ich kann hier rübergehen. Oder auch nicht. Ich kann nur bis hierhin. Jetzt hätte ich gedacht, gucke ich mal irgendwie, ob ich da reingehen kann. Zu meinen Nachbarn. Ich habe gesehen, hier lag eben noch irgendwas, aber. Gut. Kann ich jetzt irgendwie hier rein? Zu diesem Ding? Okay, alright. Laut, laut, laut. Laut. Wo muss ich denn hin? Jesus. Er ist langsam. Okay, ich gehe in den Markt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wenn ich da reingehen kann. Ja, okay. He got raped. Please open the door. Kann ich hier was machen? Okay, ich habe Schlüssel eingesammelt. Kann ich irgendwie raus? Hallo. Dem hier. Ich glaube, ich habe Autoschlüssel von dem eingesammelt. Hallo. Shit's dead. Alright, ich bin dead. Ich dachte, ich habe irgendwie Autoschlüssel eingesammelt und könnte jetzt irgendwie so ein Roadboy machen. Smiling Man bei Noxus Games. Also gibt es wahrscheinlich noch ein gutes Ende. I don't know. Die Musik ist halt echt laut. Ja gut, das war's mit Smiling Man, würde ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Random Video. Haut rein, lasst ein Abo da. Like und Comment. See ya.